Wenn wir schon mal in Texas sind, dann müssen wir mit Lorenzo auch noch Beefmaster angucken. Das Video sollt ihr heute sehen. Viel Spaß dabei. Lorenzo Lasseter ist der Vorsitzende der Beefmaster-Vereinigung in den USA und obendrein noch der Enkel vom Begründer der Rasse. Die Beefmaster-Rasse ist vor über 80 Jahren von Tom Lasseter in Texas aus dem Verkreuzen von Hereford und Milking Shorthorn mit Brahman gezüchtet worden. Wir vertreiben Beefmaster-Sperma jetzt schon eine ganze Weile und so war es wirklich naheliegend, den Abstecher zu Lorenzo zu machen. Diese Bullen hier sind seine eigenen Deckbullen und die ältesten davon sind schon 5 bis 6 Jahre alt. Beefmaster setzen Futter deutlich besser um als andere Rinderrassen und gegenüber Angus machen sie auch mehr Fleisch und setzen weniger Fett an. Auf diesen Flächen hier wächst ja nicht wirklich viel und wenn da mal ein bisschen Gras ist, dann sind da auch gleich jede Menge Kakteen bei. Die Tiere knabbern sich aber das raus, was sie kriegen können und sie haben halt sehr viel Fläche zur Verfügung. Lorenzo rechnet mit 14 Hektar pro Tier. Das Tränkewasser kommt hier aus Brunnen und zugefüttert wird nur ab und zu mal ein bisschen Lockfutter. Um die Tiere zu ihm ranzulocken, hupt er halt ein paar Mal und wartet ab, was passiert. Ich habe es gerade schon gesagt, Beefmaster setzt Futter sehr gut in Fleisch und weniger stark in Fett um. Und trotzdem ist die Marmorierung besser als bei so manch anderer Rinderrasse, weil die vor allen Dingen sehr gutes intramuskuläres Fett haben. Unser Partner aus Portugal, wo wir das Beefmaster-Sperma herkriegen, hat mir dazu auch mal vor ein paar Wochen Fotos geschickt von seinen geschlachteten Tieren. Und so sollte Fleisch aussehen, wenn man sich wirklich was Gutes gönnen möchte. Ich sprach mit Lorenzo und fragte ihn, was sich denn Rinderhaltern sagen sollte, wenn sie fragen, warum sie jetzt Beefmaster einsetzen sollten. Seine Antwort war, dass es davon abhängt, wie die Beefmaster eingesetzt werden sollen. Auf Mutterkuhbetrieben wäre zum Beispiel die höhere Milchleistung interessant. Er meinte auch, dass die Kühe älter werden und dadurch die Remontierungsrate geringer wird. Aber natürlich verbessert sich auch die Futtereffizienz und der Fleischerlös. Für Milchviehbetriebe sieht seine Antwort aber ganz anders aus. Das Kalbeverhalten ist besser als bei Angus, aber natürlich sollte man sich einen Vermarktungsweg aufbauen, bevor man anfängt mit Beefmastern zu besamen. Die größte Verbreitung haben Beefmaster in Regionen, wo Futter knapp und qualitativ schwächer ist. Und sowieso dort, wo wenig zugefüttert wird. Übrigens regnet es hier bei Lorenzo wirklich selten und die durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Jahr beträgt gerade mal 44 Liter pro Quadratmeter. Beefmaster kommen durch das Brahmanblut übrigens besser mit Hitze und Kälte klar als andere Rinderrassen. Und alle Vorzüge und weiteren Informationen zu Beefmaster erfahrt ihr auch auf www.beefmaster.de. Dort könnt ihr dann auch gleich in unserem Shop Sperma bestellen. Fast alle Bullkälber von Lorenzo werden als Deckbullen abverkauft und kaum einer seiner Bullen geht direkt zum Schlachter, weil die Nachfrage in der Mutterkuhhaltung von Beefmastern wirklich so hoch ist. Mehr über Beefmaster erfahrt ihr auch, wenn ihr euch das Video nochmal anguckt. Und wir sind in Texas noch auf einem großen Milchviehbetrieb gewesen. Guckt euch das Video auch nochmal an. Da gibt es auch noch was zu gewinnen, wenn ihr ganz genau aufpasst. Ich denke, wir sehen uns auf Eurotier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.